Richtig ausgesprochen ist es Hans-Peter. Was macht ihr? Habt ihr gerade Paul wirklich ins Finale gewählt? Habt ihr ihm zugehört? Moin Bramfeld, sehr schön wieder hier zu sein. Ich war letztes Jahr schon mal hier und es war so toll. Ja, es war so toll. Ich bin nach Hause gefahren und habe mal zu meiner Frau gesagt, Schatz, komm, jetzt hier nach Bramfeld. Das war so toll. Ich wollte jetzt nicht nach Komplimenten richten. Das war wirklich, weil hier in Bramfeld kann man sich die Mieten ja noch leisten. Das ist ja großartig. Ich komme aus Eimsbüttel, da ist so Gentrifizierung. Das kann sich kein Mensch leisten. So. Ich habe hier eine Wohnung gefunden, Bramfelder Dorfplatz. Super schön, total toll. War doch so eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Aber die haben wir rausgekauft. So super schöne Wohnung. Ich kann für den gleichen Preis, den ich in Eimsbüttel bezahle, kann ich hier eine Wohnung haben mit Butler. Super. Ich habe die alleinerziehende Mutter dann gleich genommen. Nein, das war nur ein Scherz. Das war nur ein Scherz. Ich möchte nämlich heute Abend mit euch über Klischees reden. Ich war neulich bei der Bahn am Fahrkartenautomat und hatte gerade kein Kleingeld gehabt. Und da der Automat anscheinend meine Scheine nicht mag, hatte ich auch für meine Fahrt kein Ticket am Start. Na, Pech gehabt, hab mich gerade gefragt, ob ich schwarz fahren soll. Da kam dann auch schon so ein kahl rasierter Security-Poll. Und er so, kann ich mal bitte Ihren Fahrausweis sehen? Ich sag, wieso, ich tu doch nicht mal auf dem Bahnsteig stehen. Und er so, ja, ich erkenne Schwarzfahrer. Und Sie wollten gerade. Ich sag, Moment, für Spekulationen mache ich hier aber keine 40 Mäuse gerade. Und überhaupt, was ist denn das hier für eine Maskerade? Du blauer Uniformierter, siehst aus wie aus einer Schlumpfparade. Du Faschist hinter deiner blauen Fassade. Arbeitest für einen Kapitalist 3 Euro für eine Fahrkarte? Jetzt mal so am Rande, so, was ist das eigentlich überhaupt? Bamberg, Innenstadt, 3 Euro, was soll? 6 Mark, ja? Habe ich da irgendwas verpasst? Ist da irgendwie Verpflegung mit dabei oder was? Jetzt werden Sie mal nicht ausfallend und zeigen Sie Ihr Ticket, ob das hier Bahnsteig oder nicht ist, entscheide ich nicht. Und da das Wort des Schlumpfs hier unten Gericht ist, fühlt er sich wirklich wichtig. Ich nur so, ey, fick dich. Er so, ey, ich krieg dich. Ich so, ja, ist richtig. Du stehst dir doch nur selbst im Weg, bevor du mich vertickst. Und das meine ich bildlich, keine Metapher gedichtlich, sondern dass dein größtes Hindernis einfach dein Gewicht ist. Ja, das war gemein, ich weiß. Doch ich wollte ihn provozieren. Ich dachte, wo Verstand fehlt, müssen Wörter kollidieren. Ich vergaß meine Manieren, doch ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich war jung, selbstbewusst. Gut zu Fuß, was sollte passieren? Was sollte da schon passieren? Es ist ja sowieso alles nur Spaß, was wir sagen. Das ist ja alles nur Spaß. Und der Typ schaute mich an, sah aus wie ein gezeichneter Mann, kam ganz nah an mich ran und sagte mir dann, du stehst hier radikal für deine Werte und Normen, doch wenn jemand anders ist, so wie ich, kein Respekt, keine Toleranz und ich bin hier der Faschist in Uniform? Vor 10 Jahren war dieser Spruch für eine Schelle ein Grund. Ich bin ruhig geworden, doch langsam treibt ihr Buben es mir zu bunt. Du Mittelschichtkind, redest hier oberflächlichen Schund. Ich versuche hier durchzukommen und du redest von zu viel Pfund? Ich erzähl dir mal, wie das ist, Alter. Ich bringe hier unten meinen Tag irgendwie rum und kassiere 100 Euro mehr als Hartz IV, mein Junge. Ich kam von weit her mit 2 Kindern und meiner Frau. Wir tauschten die kroatische Weite gegen 3 Zimmer Plattenbau. Nicht, weil ich Asche brauche, ich hatte genug in Jugendtagen. Doch die Wahl war, geh oder leb im Kugelhagel. Ich stehe hier nicht in Uniform, weil ich keine Schule hatte, sondern eine scheiß Bürokratie mein Diplom nicht anerkannte. Und der scheiß Krieg meinen Kopf gefickt hat wie eine Hafenschlampe. Und als ich unten war, mich nicht mal meine eigene Crew erkannte. Ich war weit weg von der Heimat. Ungewollt in diesen Scheißstaat. Stürzte mich in einen Gewaltbad, weil Hass halt seinen Preis zahlt. Wenn ein Mensch keinen Platz hat auf diesen Riesenatlas, seine Kultur unterdrückt wird, seine Rechte verkaspert, dann wird jeder zum Bastard und startet einen letzten Kraftakt. Verstehst du, Mittelschichtjunge? Ich hab gemacht, was ich gemacht hab. Jetzt geh mir nicht auf den Keks, Alter, sonst knallt's hier gleich richtig und zeig mir mal endlich dein verdammtes Ticket. Und das hatte ich nicht erwartet. Und wie ich da so stand, erkannte ich in den Augen des Mannes meine eigene Ignoranz. Ich Weltverbesserer, der sonst aus vollem Halse Sprecher, war ich nun ganz verstummt von meiner Toleranzschwäche. Ich meine, ich ja, gerade ich ja. Ich bin so ein Typ, ich kaufe keine in Plastikschalen eingelegten Tomaten, weil wir sonst in 100 Jahren diesen Müll noch haben. Ich glaube, wir ersticken an Giftstoffen und Elektrosmog. Welchen Superheld hätte ich jeden Handymast schon längst weggeboxt? Wir trennen Müll, doch exportieren Elektroschrott, vergraben unter der Erde radioaktiven Brennstoff. Ich gehe auf Demos, gebe Unterschriften, rette den Tiger, leg mich auf Bahngleise und kette daran meine Glieder. Ich hasse Banken und die Kasse, kämpfe für die große Sache, trink verdammt nochmal sogar zapatistischen Kaffee. Ich bin ein Weltverbesserer und ich wollte jeden belehren und vergaß dabei, vor meiner eigenen Tür zu kehren.
Der Wunsch, den Weg der Welt zu ändern, konnte mein Innerstes verzehren. Ich schaute nur noch über den Tellerrand und verlor den Bezug zu meiner eigenen Welt immer mehr. Ich dachte, wir haben keine Probleme mehr. Wir sind nur unterkühlt. Wie schlecht kann schon jemanden gehen, der seine Scheiße mit Trinkwasser runterspült? Es war schwarz-weiß. Mich haben die leisen Schicksale nicht mehr berührt. Doch muss man fast an Hunger sterben oder sich unter Gewalt unterwerfen, damit das Leben sich schwer anfühlt? Ich glaube nicht. Und deshalb, bevor ich das nächste Mal die Welt rette und jemand anderes vorführe, schaue ich ihm erstmal in die Augen und kehre vor meine eigene Tür. Dankeschön.